Obduktion enthüllt, Richbiana 46, schnupfte Koffeinpulver. Er war einer der Stars der Bodybuilder-Szene. 46, ist bereits vor einigen Monaten ums Leben gekommen, doch die genauen Umstände seines Todes sind bis heute noch unklar. Vollkommen plötzlich war der Sportler in seiner Wohnung zusammengebrochen. Nach einem 18-tägigen künstlichen Koma war er daraufhin im Krankenhaus verstorben. Jetzt konnte die Obduktion einige Details zum rätselhaften Ableben des Bodybuilders ans Licht bringen. Er hatte zuvor Proteinpulver wie Kokain geschnupft. Wie das Online-Magazin TMZ berichtete, soll es sich bei dem in seiner Wohnung aufgefundenen Pulver um ein Koffeinbooster zur Leistungssteigerung handeln, welches eigentlich in Form eines Sakes eingenommen wird. Ob die unsachgemäße Einnahme dieser Substanz vielleicht mit zu Tod beigetragen hat, konnte noch nicht festgestellt werden. Allgemein soll die Autopsie des verstorbenen Muskelmanns nicht eindeutig gewesen sein. Demnach bleibt die genauere Todesursache immer noch ein Rätsel. Die Obduktion konnte jedoch bereits feststellen, dass er an einer Herzerkrankung gelitten habe. Inwieweit unter Umständen auch die 20 Flaschen Steroide, die in seiner Wohnung gefunden wurden, mit seinem frühen Tod zusammenhängen, sei jedoch ebenfalls noch nicht geklärt worden.